Guten Morgen, meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Mal wieder aus dem Auto. Nicht wundern, ich habe dieselbe Bluse an wie im letzten Vlog. Heute ist aber Freitag, nicht Donnerstag, weil ich habe gestern nicht gevloggt. Mir ging es so schlecht, ich weiß nicht, also so schlecht. Nicht, aber mir war gestern einfach so ungut. Ich weiß nicht, ich habe zum Frühstück eine Salatgurke gegessen zu meinem Brot und das war eigentlich so eine gute Idee. Mir ging es dann wirklich den ganzen Tag so richtig, ja, ich weiß nicht, so ekelhaft einfach. Und ja, jetzt New Day, New Start oder wie auch immer. Schauen wir mal. Wir haben heute in Österreich Schulschluss. Heute ist Zeugnistag, also die Kinder kommen jetzt in die Ferien. Jetzt haben wir 9 Wochen Ferien. Und ja, jetzt gehen wir gleich in die Schule, weil es ist ja eigentlich eh noch früh. Der Papa hat sie eigentlich alle erst gebracht. Also die Michelle, der Papa Patrick fährt selber. Und jetzt schauen wir mal bei der Michelle, weil die Michelle hat heute nämlich ihren letzten Tag in der Volksschule. Und ja, deswegen bist du gespannt. Ja. Warst du eigentlich jemals mit beim Schulschluss? Ich glaube nicht, nein. Zum ersten Mal jetzt. Ja. Jetzt wollen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir mal auf jeden Fall zu Michelle. In 16 Jahren zum ersten Mal jetzt. Das ist traurig, oder? Ja, ich soll so. Viele Väter sind nicht da. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal erst zu Michelle, weil die wird das erste aushaben. Danach müssen wir wahrscheinlich jeder schon den Patrick holen. Und die Lara holen wir dann als letztes. Und wir haben immer am Schulschluss und am Schulbeginn ein Ritual. Wer uns schon länger folgt, weiß das vielleicht. Wir gehen nämlich immer zu McDonald's. Natürlich, so als Belohnung für die Kinder. Baby. Das ist ein tolles Ritual. Baby schläft. Na gut, mein Lieben. Natürlich werde ich zur Schule die Kamera nicht mitnehmen. Wisst Bescheid, andere Kinder, dies, das. Aber ich zeige natürlich danach das Zeugnis von den Kindern. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch bei Patrick, wie es ausschaut. Na gut, bis nachher dann. So, meine Lieben, Volksschule ist vorbei. Yay, die Michelle ist hier. Schaut mal. Und Michelle, wie war's? Warst du traurig? Nein. nein. Ja, ihr wisst ja, die Michelle hat ja nicht so besonders... Sie hat zwar schöne Momente mit ihren Freunden, aber sie hat auch sehr schlechte Momente in dieser Volksschule. Deswegen, für sie ist das mehr so, ja, es ist vorbei. Und sie freut sich sehr auf die neue Schule. Und sie... geht dann alleine weiter. Also sie hat dann keine ihrer Schulkameraden in der neuen Schule. Die Kinder teilen sich ja meistens auf. Der eine geht Mittelschule, der andere geht in eine andere AHS. Und ja, ich zeige euch mal Michelles Zeugnis. Das ist nämlich wunderschön. Ich muss nur einige private Daten abdecken. Und ja, auf jeden Fall sind wir sehr stolz auf die kleine Maus. Weil, schauen. Also, wie ihr sehen könnt, hat die Michelle fast alles Einser, außer bei Mathe und Deutsch, da sind 2er. Also wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr gutes Zeugnis und wir sind sehr, sehr stolz auf sie und sie geht jetzt weiter in ein Gymnasium, mein Mädchen. Ich freue mich sehr und bin sehr stolz. Oder Papa auch. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg und holen den Patrick ab. Der hat nämlich auch schon Schulschluss. Schauen wir den Patrick Zeugnis an. Ja, Patrick Zeugnis auch, zeige ich euch dann auch nachher. Und danach, weiß ich nicht, sollen wir gleich dann die Lara holen, so früh schon, oder was ist das bis zum Schluss lassen, weil es ist jetzt schon 8.30 Uhr. Also nicht bis zum Schluss. Ja, mal schauen, wir überlegen, ob wir das tun. Kinder mit dem Hunger, wir können schon was kleines Frühstück. Ich habe auch schon Hunger. Was hast du gekocht, Mama? Ja, ich habe Hunger. Ich habe schon 2 Croissants gegessen, weil wenn ich in der Früh nichts esse, dann ist es so vorbei, dann ist mir so schlecht und ja. Ich hab so einen mega Durst. Auf einen Tee oder so. Ein Tee? Das heißt, das ist eine Eindeutung an? McDonald's. Da gibt es nämlich den besten Tee der Welt. Ja, Mann. Danke, McDonald's. I love it. ich habe es erwartet, ja. Na gut, mein Lieben, holen wir mal den Ball. Wissi ist auch mit dabei. Der hat übrigens auch noch ein Croissant. Iss mal dein Croissant, Mauchi. Sonst kriegst du keinen Tee. Sie hält es wie so ein Pokal. Na gut, bis später. So, meine Lieben,
die nächsten Schulkind, das nächste Schulkind haben wir geholt. Hier, da sitzt so. Du bist jetzt ein Geh bisschen. Von klein nach groß. Ja, nur die Lara fehlt. Und das Baby fehlt. Und der Patrick hat auch ein wunderschönes Zeugnis mit nach Hause gebracht. Natürlich wie nicht anders erwartet. Auch alles 1er und ein 3-2er. Das ist, ich meine, für die 10. Schulstufe ist das eine sehr, sehr gute Leistung, muss man wirklich bedenken. Meine Zeugnisse haben nicht so gut ausgeschaut. Meine Volksschulzeugnisse haben auch so 1er und 2er. Aber danach zeige ich euch gleich das von Patrick. Also, wie man sehen kann, hat der Patrick wirklich eine Glanzleistung wieder hingelegt. 1er und 2er, wirklich wunderschönes Zeugnis. Wir sind immer wieder sehr, 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 sehr stolz auf die Kinder. Ja. Und in diese Schule wird jetzt auch die Michelle gehen. Also die gehen dann zusammen in dieselbe Schule. Michelle freut sich schon sehr, dass sie dann mit Patrick im Bus fahren wird. Und ja, neues Kapitel fängt dann an. Und die Luisa und die Lara werden in dieselbe Kindergartengruppe gehen. Das finde ich auch voll schön. Und das finde ich so cool, dass die zwei zusammen sind. Die zwei Großen sind zusammen und die zwei Kleinen sind zusammen. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Stationen, weil letztes, also dieses Jahr war ja so Gymnasium ein Kind in der Volksschule, ein Kind im Kindergarten und eins zu Hause. Jetzt haben wir zwei. Dann in 2 Jahren ändert sich wieder, oder? Ja. Dann sind die Lara wieder, wir haben der Schule, dann ist wieder im Kindergarten. Genau, und dann haben wir ein Baby dann noch zu Hause. Oh. Na gut, mein Lieben, wir werden jetzt auf jeden Fall mal nach Hause fahren, die Kinder was frühstücken. Wir haben jetzt noch keinen Tee bei McDonald's geholt. Ich werde zu Hause einen Tee trinken. Der Patrick hat schon vorher gefrühstückt, bevor er losgefahren ist. Die Michelle muss noch was frühstücken von der Papa. Danach werden wir so in 2 Stunden die Lara vom Kindergarten holen und zu McDonald's fahren, weil die Kinder freuen sich da drauf. Und schauen wir mal, was wir so machen. Nichts Besonderes, man kann nichts machen, es regnet und regnet. Ja. Aber Hauptsache, die Zeugnisse werden gleich eingeräumt. Danke, Patti, dass du das Kabel einsteckst. Ich muss das erst aufmachen. Ich bin als Erstes. Ich habe das. Nein, das ich doch, das ist auch, die Michelle. Ich habe noch das Zeugnis vom Halbjahr. Warte, lass mal die Michelle. Ja, wo ist das Zeugnis vom Halbjahr? Das ist in meinem Zimmer. Das musst du auch sie holen. Außerholen. So, meine Lieben, wir sind jetzt ja schon länger zu Hause. Ich habe meinen geliebten Tee getrunken und ich habe ein bisschen hier am Computer gearbeitet. Ein paar E-Mails beantwortet. Gestern habe ich euch ja gesagt, ging es mir leider nicht so gut und da habe ich überhaupt keinen Nerv. Ich kann einfach da gar nicht arbeiten und musste heute mal meine E-Mails beantworten. Mein Büro. Ich zeige euch mal, mein Büro schaut aus wie so ein Schlachtfeld, weil irgendwie alles voll Kartons ist und Bestellungen und das ist für ein Video. Das ist der Papa mit der Michelle drin, da habe ich ein paar Klamotten hingeschmissen. Das ist der Postler. Da kommen wir dann wieder ohne Lieferung. Moment. Jetzt sind nochmal die Sachen angekommen. Mein Büro ist jetzt komplett vollgestellt mit Sachen. Das sind nämlich die Sachen, die ich letztens bei Windeln bestellt habe. Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Sommerdeals. Und die Sachen werde ich aber nicht im Vlog zeigen, sondern auf Instagram. Da werde ich vielleicht so ein IGTV-Video drehen. Also falls ihr sehen wollt, was ich bestellt habe, dann schaut unbedingt vorbei auf Instagram. Ja, wir werden uns jetzt alle fertig machen und die Lara holen. Also wir sind eigentlich schon alle fertig gemacht. Ich glaube, ich werde mir noch so dieses Haarband drauf geben, weil mir diese diese Babyhaare so ein bisschen nerven, die so wegstehen, weil es geregnet hat. Und dann ja, na gut, bis nachher, meine Lieben. Schaut mal, wer da kommt, ha? Die kleine Lara und der Papa. Lara, hast du schon Tschüss gesagt? Kann ich meinen Rucksack am Meer haben? Danke, bitte. Okay. Lara! Nein, Michael. Hallo, Lara. Ja? Ich will ihn haben. Lara, hast du jetzt Ferien? Ja. Freust du dich? Mhm. Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Nein. Zum McDonald's. Wie kann man das machen? Du magst auch? Mit welchem Auto fahren wir? Mit meinem.
Bis später. Wir sind bei Mackie. Es ist so viel los, ich kann kaum filmen. Ich zeige nur so ein bisschen. Hier ist Luisa, hier ist Chicken Nuggets. Unser Veganer ist natürlich immer nur Pommes bei McDonald's. Papa hat Chicken Nuggets. Und Michelle hat nur ein Eis, weil die ziemlich gut gefrühstückt hat, gell? Ja. Die Lara isst auch Chicken Nuggets. Und ich habe 2 Cheeseburger. Ohne Essiggurken. Mm. Und ohne Gurken. Warum denn? Weil mir davon immer ein bisschen schlecht wird. So, jetzt essen wir mal. Ich habe meinen Finger dabei. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Hey, Lara! Lara ist schon einfach den Rasenmäher. Lara, das ist kein Spaß, kein Spielzeug. Hör auf jetzt. Wenn die Emmy da runterschnüffelt, dann ist ja, die Schnauze weg. Das ist gefährlich da, okay? Aber ihr darfst es nicht immer drücken. Ich mag das nicht. Ich wollte den Vlog jetzt schon beenden, weil ich habe gestern nicht gebloggt, weil es mir nicht so gut ging. Und ich will ja, dass ihr das Video am selben Tag noch vielleicht schauen könnt. Vielleicht nicht ganz so pünktlich, aber ja, deswegen werden wir das jetzt gleich schneiden. Und ich hoffe, dass euch der Tag mit uns gefallen hat. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Küsse euch und bis dann.